Medizinisch war die Entdeckung der Antibiotika ein absoluter Meilenstein. Sie ermöglichten die Behandlung zuvor unheilbarer Krankheiten wie Hirnhautentzündungen oder auch Syphilis. Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurden viele verschiedene Wirkstoffgruppen etabliert. Penicillin hat man mal gehört, Amoxicillin etc. etc., die alle eine große Anzahl von verschiedenen Erregern abdecken. Heutzutage haben wir jedoch auch sehr mit den Auswirkungen der großzügigen Verwendung von Antibiotika zu kämpfen. Mehr und mehr Bakterien sind inzwischen gegen einen oder mehrere Wirkstoffe resistent, was die Behandlung zunehmend natürlich schwieriger macht und das allgemeine Gesundheitsrisiko bedeutend höher macht. Es ist daher wichtig, die Medikamente mit Verstand und Sorgfalt anzuwenden. Einsatzgebiete, Tipps zur Dosierung, aber auch Gefahren und Risiken. Diese Punkte diskutiere ich jetzt im Video, also gerne einmal das Video anschauen. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. YouTube bietet auch uns Ärzten bekanntermaßen die hervorragende Möglichkeit, über unsere Gesundheit, Beschwerden, Symptome etc. aufzuklären. Genau das möchte ich mit meinem Kanal tun, nämlich medizinisch, verständlich, korrekt und zwar komplett unabhängig. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt einfach meinen Kanal. Zwei Aspekte gleich zu Beginn, weil einfach so oft gefragt, diskutiert. Erstens, bei einer Antibiotikaresistenz wird nicht der Mensch, also nicht Sie, resistent, sondern die Bakterien sind resistent. Nicht Sie sind resistent, sondern Sie haben ein Bakterium, das gegen bestimmte oder im Extremfall alle Antibiotika resistent ist. Und zweitens, eine Einnahme von einmal täglich bedeutet circa alle 24 Stunden, wenn möglich zur selben Uhrzeit einnehmen. Dreimal täglich bedeutet alle 8 Stunden. Gerade bei Antibiotika, deswegen habe ich damit jetzt angefangen, ist es extrem wichtig, einen konstanten Wirkstoffspiegel zu haben und die Medikamente so einzunehmen, wie von Ihrem Arzt verordnet. Darauf gehe ich aber später noch einmal ganz genau ein. Als erstes bekanntes Antibiotikum gilt das Penicillin. Haben wir alle schon mal gehört. Das im Jahre 1928 von dem schottischen Mediziner und Wissenschaftler Alexander Fleming zufällig entdeckt wurde. Durch einen Zufall fand er heraus, dass ein Stoff eines bestimmten Schimmelpilzes das Wachstum von Bakterien eindämmen kann. Für diese Entdeckung erhielten er und zwei weitere Forscher im Jahr 1945 einen Nobelpreis. Antibiotika sind Medikamente, die zur Behandlung von Infektionen durch Bakterien und das ist auch noch interessant, selten auch von sogenannten Parasiten eingesetzt werden. Bei zahlreichen Erkrankungen helfen sie sehr gut, aber, und auch das kann man nicht oft genug wiederholen, insbesondere wenn Patienten gewisse Erwartungshaltungen auch haben. Antibiotika sind nicht bei jeder Infektion geeignet. Stichwort Viren. Wie wirken Antibiotika? Antibiotika unterstützen das Abwehrsystem unseres Körpers, und zwar dabei, krankmachende Bakterien zu bekämpfen. Notwendig ist dies, wenn Bakterien natürlich in den Körper eingedrungen sind und sich dann dort vermehren. Dann können sie eine Entzündung auslösen und auch Organe schädigen. Klassiker ist die Lungenentzündung, habe ich auch ein Video zu gemacht bereits. Der Wirkmechanismus der Antibiotika beruht darauf, dass die antibiotische Substanz die Zellwand oder den Stoffwechsel der Bakterien angreift. Manche Antibiotika töten die Bakterien direkt ab, andere verhindern, dass sie sich weiter vermehren. Es gibt also unterschiedliche Antibiotika mit unterschiedlichen Wirkmechanismen. Das ist auch gut so. So kann man verschiedene Erreger angreifen, verschiedene Krankheiten therapieren. Welche es alle gibt, welche Antibiotika und wie diese sich genau unterscheiden, darauf möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Ich habe hier aber einmal eine Übersicht wichtiger Gruppen zusammengestellt. Und diese Einteilung mal grob zu hören, reicht auch aus für uns normalen Patienten. Und leider, und das kennen wir auch schon von anderen Medikamenten, Antibiotika wirken nicht nur gegen krankmachende Erreger, das was wir also wollen, sondern auch gegen nützliche Bakterien, die zum Beispiel in unserem Darm, auf unserer Haut oder unseren Schleimhäuten leben. Grundsätzlich gilt daher für den Einsatz von Antibiotika so oft wie notwendig und so selten wie möglich. Warum ist dieser Satz so wichtig? Erstens, aufgrund von Nebenwirkungen, die entstehen, vor allem je länger und häufiger man Antibiotika einnimmt. Und zweitens steigt das Risiko, dass sich widerstandsfähige, also resistente Bakterien entwickeln und ausbreiten.
Das wäre ja auch das Horrorszenario, dass es letztlich nur noch resistente Bakterien gibt. Dazu aber gleich noch mehr. Wann wirken Antibiotika? Infektionen entstehen am häufigsten durch Bakterien oder Viren. Diese Erreger verursachen unterschiedliche Erkrankungen. Dennoch ist es zu Beginn nicht immer leicht zu unterscheiden, ob es sich um eine bakterielle oder virale Infektion handelt, da die Krankheitszeichen, die Symptome oftmals ähnlich sein können. Im Zweifel gibt man doch einmal mehr ein Antibiotikum, obwohl es vielleicht gar nicht hilft. Häufig durch Bakterien verursacht werden zum Beispiel eine Mandelentzündung, aber auch eine Lungenentzündung. Hier habe ich einmal eine Auflistung typischer Erkrankungen durch Bakterien gemacht, wobei auch zum Beispiel Viren die Auslöser sein können. Schon mal wichtig zu wissen. Immer bakteriell bedingt sind Krankheiten wie Scharlach, Borreliose und auch der Tripper. An den Namen erkennt man aber auch schon, dass es ein großes Spektrum an Krankheiten ist und diese man sich durch Einatmen, durch Händeschütteln, durch einen Tierbiss oder auch durch Sex einfangen kann. Also die Übertragungswege der Erreger von den Bakterien sind ganz unterschiedlich. Wann wirken Antibiotika nicht? Es ist wichtig zu wissen, dass Antibiotika gegen Viren unwirksam sind. Zu den Erkrankungen, die durch Viren hervorgerufen werden, gehören zum Beispiel die meisten Erkältungskrankheiten mit den typischen Symptomen Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber sowie auch die richtige Grippe, also die Influenza. Viele Formen von Darmerkrankungen, auch wie Norovirus und zum Beispiel auch Masern. Gegen diese viralen Krankheiten helfen Antibiotika nicht. Was hilft bei diesen Erkrankungen stattdessen sehr oft? Genau die Impfung. Man kann also nicht mit Antibiotika therapeutisch eingreifen, aber mit der Impfung prophylaktisch vorsorgen. Ein paar Tipps speziell zur Vermeidung der viral bedingten Erkältung habe ich in diesem Video einmal von mir aufgeführt. Gerne einmal anschauen. Weshalb gibt es immer öfter Antibiotikaresistenzen? Antibiotika bekämpfen Bakterien, indem sie diese abtöten oder die Vermehrung und ihr Wachstum hemmen. Wie gerade schon einmal gesagt, das Ding ist aber, Bakterien sind sehr anpassungsfähig und wahre Überlebenskünstler. Sie vermehren sich ja sehr schnell und in einer großen Zahl. Und je schneller und je öfter sich was vermehrt, desto höher ist natürlich das Risiko oder die Chance, dass dabei es zu Veränderungen im Erbgut kommt. Und diese Veränderungen im Erbgut, die treten genau bei den Bakterien auf. Und manche dieser Veränderungen, die sorgen dafür, dass die Erreger unempfindlich gegenüber Antibiotika werden. Nochmal auch, nicht Sie sind resistent, sondern das Bakterium ist resistent. Trotzdem hat das auch was natürlich mit uns zu tun, denn zugegebenermaßen sind wir selber oder oft selbst dran schuld, dass diese Resistenzen entstehen. Antibiotikaresistenz entstehen vor allem, weil Antibiotika nicht richtig angewendet werden. Zum einen oder zum Beispiel werden Antibiotika zu häufig, zu kurz oder zu niedrig dosiert eingenommen. Kann auch daran liegen, was der Arzt vielleicht was falsch sagt, aber meist liegt es doch an uns Patienten. Oder auch ein ganz typisches Beispiel, und das ist wirklich unnötig, Antibiotika werden eingesetzt, obwohl sie nicht wirken, obwohl man sie gar nicht braucht, zum Beispiel bei Infektionen mit Viren. Das liegt vielleicht am Arzt, aber sehr oft auch am Patienten, an uns. Wissen Sie, wie oft Patienten erst dann zufrieden rausgehen, wenn sie ein Antibiotikum verschrieben bekommen haben? Wer das nicht selbst erlebt, kann sich das gar nicht vorstellen, aber das ist so. Und in solchen Situationen nutzt es dann leider auch gar nichts oder oft nichts, die Unwirksamkeit zu erklären. Der Patient will das Antibiotikum, ansonsten geht er einfach zum nächsten Arzt. Und natürlich ist auch der große Einsatz in der Tierhaltung ein Problem. Dort ist der Einsatz von Antibiotika ja noch viel extremer, noch viel häufiger als bei uns Menschen. Die Folgen dieser Resistenzen verspüren wir natürlich alle. Ein großes Problem ist es aber natürlich vor allem für ja schwache Personen wie Neugeborene und Kleinkinder sowie ältere Menschen und auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, zum Beispiel aufgrund einer Chemotherapie oder einer Autoimmunerkrankung etc. Mögliche Folgen habe ich hier einmal aufgelistet. Nun aber zu den Nebenwirkungen. Ein Antibiotikum kann ja wirken und leider parallel auch Nebenwirkungen verursachen. Welche Nebenwirkungen haben Antibiotika? Die meisten Antibiotika gelten als sichere und gut verträgliche Medikamente. Nimmt man als Patient nicht immer so wahr, aber man muss ja auch sehen, wie viele Menschen damit behandelt werden. Trotzdem können sie Nebenwirkungen natürlich hervorrufen. Natürlich unterscheiden sie auch die Nebenwirkungen je nach Wirkstoffgruppe und auch konkretem Medikament und auch von Fall zu Fall.
Dennoch gibt es ein paar typische Nebenwirkungen, wie zum Beispiel ganz klassisch, gerade auch wenn man die Antibiotika sehr lange, also über einen langen Zeitraum einnimmt, Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Bauchschmerzen und auch Übelkeit. Aber auch allergische Reaktionen der Haut, wie etwa Rötungen und Juckreiz, können auftreten und sind nicht untypisch für Antibiotika. Selten, und das ist aber auch typisch für ein Antibiotikum, ist eine sogenannte Scheidenpilzinfektion bei Frauen und Mädchen. Es gibt noch weitere Nebenwirkungen natürlich. Generell gilt aber, dass Sie Antibiotika nicht ohne ärztliche Verordnung einnehmen sollen. Und Ihr Arzt sollte Sie natürlich über die Nebenwirkungen und auch die Höhe des Risikos, dass Sie eine Nebenwirkung bekommen, aufklären. Gerade auch wegen der Nebenwirkungen, mein Tipp: Bevor Sie ein Antibiotikum einnehmen, sollten Sie über die Behandlung gut Bescheid wissen. Fragen Sie Ihren Arzt: Warum brauche ich das Antibiotikum? Was sind mögliche Nebenwirkungen? Können diese Nebenwirkungen gerade bei mir vielleicht auftreten, weil ich öfter schon Probleme mit dem Magen habe? Eine sehr wichtige Frage auch: Wie viele Tage lang muss ich das Antibiotikum einnehmen? Wie oft am Tag soll ich es nehmen? Kann ich das Antibiotikum zusammen mit einer Mahlzeit einnehmen oder ist ein Abstand, eine Pause dazwischen nötig? Und vor allem auch: Beeinflusst das Antibiotikum andere Medikamente, die ich einnehme? Und informieren Sie Ihren Arzt vor einer Antibiotika-Einnahme auch darüber, ob Sie zum Beispiel schwanger sind, stillen oder eine bestimmte Unverträglichkeit gegen Antibiotika haben. Wenn Sie das schon wissen, dass Sie zum Beispiel Penicillin nicht vertragen, dann sagen Sie ihm das. Die heiligen Reserveantibiotika. Die Reserveantibiotika kommen aufgrund ihrer teilweise schweren oder stärkeren Nebenwirkungen nur bei strenger Indikationsstellung zum Einsatz. Grundsätzlich sollten Reserveantibiotika nur dann verwendet werden, wenn alle Alternativen versagt haben. Deswegen auch Reserveantibiotika zur Reserve. Oder wenn starke Infektionen vorliegen, die rasch behandelt werden müssen. Hier ist die Gefahr der Resistenzbildung dann besonders relevant. Versagen auch die Reserveantibiotika, dann muss man sagen, sieht es tatsächlich sehr schlecht aus. Und das ist auch das Horrorszenario, vor dem man natürlich Angst hat. Meine 7 Tipps, wenn Sie Antibiotika einnehmen. Tipp 1: Halten Sie sich an die vorgegebenen Einnahmezeiten. 3-mal täglich bedeutet zum Beispiel alle 8 Stunden. Tipp 2: Nehmen Sie das Antibiotikum so lange ein, wie es Ihnen verordnet wurde. Auch wenn Sie sich bereits besser fühlen, ist es wichtig, die Behandlung fortzuführen. Stichwort auch Resistenzen. Tipp 3: Nehmen Sie kein Antibiotikum, das anderen Personen verschrieben wurde. Genauso auch geben auch Sie niemandem Ihr Antibiotikum, selbst dann nicht, wenn Sie glauben, dass die Krankheitszeichen sehr ähnlich sind oder sich ähneln. Tipp 4: Manche Getränke verändern die Wirkung bestimmter Antibiotika, zum Beispiel Milch. Nehmen Sie daher ein Antibiotikum am besten immer mit Wasser ein. Tipp 5: Teilen Sie Ihrem Arzt Auffälligkeiten und vor allem natürlich unerwünschte Wirkungen, also Nebenwirkungen, mit. Mein 6. Tipp: Es kann hilfreich sein, wenn Sie sich den Namen, die Dosierung, den Zeitpunkt und mögliche Nebenwirkungen aller Antibiotika notieren, die Sie oder Ihr Kind genommen haben. Tipp 7: Erwarten Sie nicht, dass Ihr Arzt Ihnen oder Ihrem Kind bei jeder Infektion ein Antibiotikum gibt. Bei Erkrankungen durch Viren hilft es nicht. Wenn Ihnen der Beitrag jetzt gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie meinen Kanal und für Fragen und Kommentare schreiben Sie diese einfach direkt hier unter das Video und ich bin froh, Ihnen diese zu beantworten. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.